würdest du eher 24 Stunden in der glühend heißen Wüste oder dem eiskalten Schneegebirge ohne Ausrüstung überleben? Genau diese Frage habe ich Zelda-Meister gestellt. Definitiv Schnee. Und das sollte er noch bereuen. Hä? Was soll ich denn jetzt hier? Genau das, überleben. Ich mache das gleiche in der Wüste. Let's go! Was? Oh Gott. Und das ohne Isolationskleidung oder gute Waffen. Um den extremen Temperaturen trotzen zu können, mussten wir daher beide erstmal ganz schnell etwas finden, das uns davor schützt. Bei mir waren das Frostmelonen. Frostmelonen sind mein einziger Weg, hier zu überleben, in dieser heißen Wüste. Da sind welche. Da sind Frostmelonen. Frostmelonen. Ich kauf alle. Zelda-Meister hat für die Eiseskälte etwas ganz anderes gebraucht. Ich brauch so doll die Feuerwaffe. Feuerwaffe, Feuerwaffe, Feuerwaffe. Oh, ja, perfekt, dann frieren wir schon mal nicht mehr. Und um das weitere Überleben zu sichern, sind noch einige sehr wichtige Dinge vonnöten, wie Essen. Palmfrucht wäre jetzt übel geil. Wachsen die hier? Da oben sind Palmfrüchte, seht ihr? Da oben, damit machen wir Essen. Hier erstmal schon mal was zu essen. Das nehmen wir mit, das brauchen wir nämlich. Oh, ein kleiner Hund, ich habe keine Zeit für den Hund. Wo ist ein Kochtopf, hä? Da ist ein Kochtopf. 10 Minuten 30. Damit sollte ich erstmal auskommen. Und fast noch wichtiger waren starke Waffen. Denn um zu klären, welches Gebiet extremer ist, werden wir in 3 individuellen Challenges antreten, die am Anfang vielleicht noch easy scheinen, aber uns am Ende bis an unser Limit fordern. Auf dem Weg zur ersten Challenge hieß es also noch: Ein Ziel ist es jetzt erstmal, zu der Markierung zu kommen, denn wir brauchen Ausrüstung. Hier gibt es einen Bogen, glaube ich, bei Teba. Ah, genau. Den können wir gebrauchen. Oh, eine Sandrobbe. Das ist so wichtig. Let's go, wir haben eine Sandrobbe. Yo! Alter, damit ist man so viel schneller. Für Zelda Meisters erste Challenge muss er auf der Spitze des höchsten Bergs in Breath of the Wild ein Lagerfeuer aufstellen und ihr glaubt nicht, was ihm auf dem Weg alles passiert ist. So, wir müssten unbedingt hier oben auf die Hebra-Spitze drauf. So, Freunde, hier haben wir noch was. Das machen wir kurz auf. Bin mir zwar nicht sicher, was da drinne ist. Oh, okay, das war kein Eisblock. Ich bin raus. Oh Gott. Und wir werden hier angegriffen. Oh, wir müssen so weg. Parke meine Sandrobbe mal hier. Hier gibt es auf jeden Fall guten Loot. Die Frage ist, wo gibt es guten Loot? Oh, ich glaube, ich kann den Bre töten. Ja, Bro, den krieg ich so safe. Ja! Mein erster Loot. In den Ruinen konnte ich den Exalfoss und Truhen schon mal guten Starter-Loot abloxen. Was ich dann aber in einer Höhle im Norden der Wüste gefunden habe, konnte ich selbst nicht ganz glauben. Wie komme ich denn hier durch? Ah, okay, ich kann das hier aufmachen. Ich muss es mit Bomben versuchen. Ja, 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 ich bin drin. Yes. Und hier sind Waffen des Todes. Hier sind so geile Waffen. Das ist jetzt der Jackpot. Währenddessen hatte Zelda-Meister mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Gut, dann müssen wir weiter hoch. Oh Gott, hier sind Gegner. Ich brauche doch Waffen und keinen Kampf. Wenn ich hier einmal getroffen werde, war es das für uns. Wir haben fast kein Essen dann mehr. Wir machen erstmal die Safe-Mission, um uns Safe-Punkte zu holen. Und alles, was irgendwie auch nur Herzen gibt, werden wir benötigen. Und dabei schreckt er nicht mal vor dem Erlegen jedes einzelnen hilflosen Tieres auf seinem Weg zurück. Oh, ein Shot reicht schon aus, um die zu töten. Oh mein Gott, gib das Essen. Jetzt müssen wir da hoch. Wir haben echt nicht mehr allzu viel Zeit. Wir müssen da hoch. Da hoch, Freunde. Da müssen wir hoch. Aber an Waffen fehlt es uns halt komplett. Also vorn und hinten komplett. Oh mein Gott. Ich glaube, es wird deutlich schwieriger, da hochzukommen, als ich es mir vorgestellt habe. Ja, es ist gar nicht so einfach, auf die Hebra-Spitze draufzukommen. Sandrobbe, komm her. Yes! Und jetzt werde ich auch, weil ich ein bisschen Schaden genommen habe schon, werde ich jetzt mein erstes Kühlungsobst essen. Und damit bin ich jetzt... Bin ich damit nicht geschützt? Ich bin nicht geschützt. Es reicht nicht. Ja, das Kühlungsobst bietet nicht genug Hitzeschutz, um in extremen Temperaturen standzuhalten. Bei der Waffensuche befand ich mich daher in einer noch brenzligeren Situation als ohnehin schon gegen die Exalfoss. Schlag nochmal zu. Ich will dich entwaffnen. Oh mein Gott, nein! Das war, oh mein Gott, ich bin gerade in der schlechtesten Situation, in der ich mich befinden kann. Und der Meister, der konnte sich freuen, denn... Das ist die Spitze, das ist der oberste Punkt in ganz BOTW und hier machen wir jetzt ein Lagerfeuer. So, zack, hier legen wir das hin und dann Feuer. Jawohl, wir haben Feuer gemacht. Ich werde jetzt hier nicht schlafen, aber erste Challenge haben wir geschafft. Perfekt. Auf dem Weg zu deiner nächsten Challenge musste aber noch Ausrüstung her. Wir haben hier noch gut Essen und das Essen brauchen wir. Wir machen hier die Tiere so fertig, aber wir brauchen das Fleisch. Es tut mir leid. So, da unten ist Selmy. Hier muss es Waffen geben. Und eine Axt, jawohl. Oh, Jackpot, hier haben wir richtig. Hier sind auch noch Vorräte. Also Essen fehlt uns nichts. Ich hoffe, dass wir da drin gleich kochen können. Fix rein. Oh, da ist so, ja... Oh, so gut. Und auch ich habe es gerade so noch zu meiner ersten Challenge geschafft, ein Selfie mit allen 7 Kriegerinnen-Statuen schießen. Ich muss alle 7 Statuen auf ein Selfie bekommen. Jetzt müsste ich aber alle drauf haben. Die links ist drauf, die ist drauf. Alle 7 sind drauf. Zwar nur ganz knapp, aber alle 7 sind drauf. Das Selfie ist drin. Gehen wir direkt weiter zu
dem Sand rumrennen. Meine zweite Challenge. In 3 Versuchen zählt die schnellste Zeit. Bis zu 50 Punkte sind möglich. Genau wie bei ZMs zweiter Challenge. Bowling. Wir dürfen 5-mal bowlen und für jeden Pin, den wir insgesamt aufaddiert aus den 5 Runden bekommen, gibt's 1 Punkt. Ich glaube, das könnte echt knapp werden. Ja, ich glaube, wir haben ja eine gute Route gefunden. Hier durchschlängeln. Der müsste jetzt im Strike da reinrutschen. Jawohl. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Nice! Ah. Oh nein, jetzt werden hier Steine geworfen. Oh mein Gott, da habe ich jetzt Zeit verloren. 17. 17,8. Alles andere als ein Strike ist einfach Schmutz. Oh Gott. Oh. Oh, Strike. Strike hoch. Strike. Ja, Strike. Ich glaube, es wird eine gute Zeit. Ich glaube, wir kriegen eine unter 16 Zeit hin. 16. Es ist nur eine 16 Zeit. Das sieht gut aus. Nein, das sieht nicht gut aus. Der ist so vorbei. Incredible. Das muss besser. Kommt schon. Schön in die Mitte rein. Das ist gut. Das ist gut. Perfect. Nein. Wir machen jetzt alles richtig eng. So, no risk, no fun. Nein. Oh, verdammt. Wir haben nicht die vollen 50 Punkte, aber 45 sind richtig stark. Ein letzter Versuch, das letzte Mal bowlen, bitte. Dann kommt der gute. Wir haben 0. Nein, das waren 0 Pins. Nein. Also, ich hab so verkackt, Freunde. Aber ich mach das wieder gut. Wir schaffen das. Und die einzige Chance für Zelda-Meister, das noch zu gewinnen, war vor mir, seine letzte Challenge abzuschließen. Ein Kampf gegen einen silbernen Leunen auf einem Pferd, während ich dem riesigen Königsmoldora gegenüberstehe. Das alles nur mit den Waffen, die wir in unserem Gebiet sammeln. Na, das Problem ist, etwas zu essen. Ohne Healing bin ich aufgeschmissen. Und ich weiß auch nicht, ob unsere Waffen reichen. Wir müssen jetzt den Leunen besiegen, ohne Tod, ansonsten sind wir raus. Das wird so spannend. Deshalb schlugen wir uns noch einmal durch die extreme Hitze und Kälte, um genügend Essen und Waffen zu finden. ZM nahm es dafür gleich mal mit einem ganzen Gegnerlager auf. Und hier sind ganz viele. Und jetzt kommt das, was ich meinte mit dem Eisstab. Guckt euch das an, Freunde. Guckt euch den Schaden an. Wir dürfen aber keinen Schaden kriegen selber. Das machen wir so. Dann habt ihr ja gesehen, wir stürmen einfach drauf hin und schlagen die. Und dann sammeln wir uns hier die Waffen auf. Jetzt hier wieder. Oh Gott, wie close ich den eingefroren habe. Der hat uns fast gehittet und wir kriegen so gute Waffen. Und ich konnte auf meiner Sandrobbe noch gute Vorräte ergattern, denn der Königsmoldora ist eine harte Nummer. Ich werde hier ganz kurz noch was kochen. Oh, warte, was mir gerade einfällt, ich brauche Chilis. In der Nacht wird es doch kalt in der Wüste. Freunde, ich glaube, die Waffen müssen reichen gegen den Leuen. Wir schaffen das, wir brauchen jetzt ganz schnell die Pferde. Hier zwischen muss es Pferde geben. Wie soll ich mich denn warm halten ohne Chilis? Oh, ich könnte schwören, hier gäbe es Chilis. Aber hier sind wirklich keine. Dann versuche ich das Ganze ohne. Ich werde mich jetzt hier rüber teleportieren und hoffen, dass ich noch rechtzeitig ankomme, bevor es in der Wüste kalt wird. Oh nein, ich glaube, es ist ziemlich gleich auf momentan. Es ist ziemlich gleich auf, wer zuerst den Boss killt. Da sind die Pferde. Wir brauchen die so doll. Wir nehmen einfach den Typen und da ist das Pferd. Und rauf hier. Rauf. Mit diesem Pferd müssen wir den Leunen besiegen. Hier, da hinten ist er. Seht ihr ihn schon? Da ist der Moldora. Ja, da ist er. So, Freunde, da ist er. Das heißt, der Kampf beginnt, Freunde. Wir müssen aber Glück haben. Okay, er kommt. Zack. Wir müssen hier um ihn. Oh, Pferd, lauf! Mein Pferd brennt! Das ist so furchterflößend, der Königsmoldora. Holy shit. Und jetzt! Wir müssen in den Nahkampf, Freunde. Komm, Pferd, gib doch Gas! Auf den Leunen! Jawohl! Immer in seinen toten Winkel. Was ist deine Mission? Was macht er denn? Ja! Komm schon, Ferdi! Bam! Bam! Was passiert hier? Jetzt gönnen wir ihm richtig Schaden rein. Komm schon! Es wird so knapp. Es ist so ein unfassbar schwerer Fight. Zur Seite, Leute, zur Seite. Das Pferd! Oh! Okay, da hat er eine Schwachstelle. Komm her! Ja, komm! Oh, macht er die Bombe? Er macht die Bombe, Freunde! Es fehlt nicht mehr viel. Komm schon, er ist so low! Das darf nicht wahr sein. Und ich bin tot. Ich hab ihn! Der Königsmoldora ist down! Nein! Bist du fertig? Nein! Das war's! Alter, das war so heftig! Junge! Ich hab sogar Minuspunkte. Nein. Weil ich zu oft gestorben bin. Und hier seht ihr noch eine Challenge zwischen mir und Schneile. Wer hat da wohl gewonnen?